dem Album sind, ich glaube, 4 oder 5 Songs drauf, die im Titel das Wort Herz haben. Wie viel liegt dein Herzschlag? Ich höre auf mein Herz in der Hand. Und bei dem aktuellen Album bin ich wieder nicht dran vorbeikommen. Aus folgendem Grund, ich bin ja eben seit fast 3 Jahren Mama. Und viele wissen es wahrscheinlich nicht, mein eigentlicher Berufswunsch war ja weder Buchhändlerin noch Musikerin, sondern ich wollte eigentlich Kindergartenpädagogin werden. Ist aber nichts draus geworden, leider. Da kam diese Castingshow dazwischen. Dann hatte ich keine Zeit mehr. Nichtsdestotrotz, ich finde Kinder noch immer so, so toll. Ich finde Kinder, die gehen so offen durchs Leben, die sind einfach so froh, Naturen. Und ich finde das so. Seit fast 3 Jahren sehe ich tagtäglich, wie man das Leben eigentlich so leben kann. Die nimmt sich Zeit, also meine kleine Tochter, die nimmt sich Zeit für alles. Wenn sie was Schönes sieht, dann muss das auch betrachtet werden. Unser Eins ist oft so gestresst und dann, weiß ich nicht, komm, zieh dir schnell die Schuhe an, weil das Geschäft sperrt gleich zu und das ist der natürlich vollkommen egal. Aber was auch so wichtig ist, finde ich, das ist so wichtig, unser Eins vergisst das oft. Und kleinen Kindern ist es auch egal, ob die Leute ihr Gegenüber dick sind, ob die groß sind, klein sind, dünn sind, ob sie einen Pickel haben, ob sie eine große Nase haben, eine kleine Nase. Und ich finde das so schön, da können sich Erwachsene so eine fette Scheibe manchmal abschneiden. Wenn man über sowas einen Song schreibt, dann muss einfach das Wort Herz rein, finde ich. Du erinnerst mich an mein Herz. Das Schlechte, du findest das Gute, was ich von